Wir sind mitten in der kalten und unangenehmen Erkältungszeit. Und wie man sein Immunsystem stärken kann, das zeige ich heute mit ein paar ganz guten Tipps. An der frischen Luft joggen, wandern oder einen kleinen Spaziergang machen, das wirkt schon Wunder. Und zwar nicht nur für den Körper, sondern eben auch für die Seele. Diese Creme, die hilft mir, wenn es draußen kalt ist und die Atmung schwerfällt. Dann tue ich die nämlich auf der Brust und auf den Rücken drauf massieren und es fällt einem schon viel, viel leichter zu atmen. Guter Tipp, ich persönlich tue die gerne auf den Hals drauf, bevor ich rausgehe, joggen. Und das Thymian, das tut schön erwärmen, vor allem auf die Füße und auf die Waden. Und alle Frauen, die kalte Füße haben, das ist es. Das ist die Lösung. Übrigens ist Thymian nicht nur fein zum Würzen, sondern es ist eine absolute Wunderwaffe der Natur gegen alles, was Atemweg ist, Bronchitis, Husten und Kompanie. Was bei mir immer drin liegt im kalten Winter, ist natürlich das Baden. Natürlich, wenn man eine Badwanne hat. Das fördert das Wohlbefinden und ist natürlich mega entspannend. Die Thymian Badesens kommt richtig zur Wirkung im warmen Wasser rein. Die ätherischen Öle entfalten sich super durch, natürlich wird durch die Haut der grösste Organ aufgenommen und natürlich durch den Atemweg. Und so haben wir viel besseres Wohlbefinden und auch eine gute Wirkung. Oh, und apropos, es hat noch Mandelöl drin, also die Haut selber wird auch noch gerade gepflegt. Eine Verschlusskappe langt eigentlich perfekt für eine Anwendung, weil die Essenz ist so ausgiebig und so intensiv. Also nicht trinken, sondern Badwanne rein tun. Saunagang gehört bei mir fix in meinem Winterprogramm. Das Beste eigentlich für den Stoffwechsel, für die Durchblutung, Gesundheit, für die Atmung. Ich fühle mich nachher super wohl drin. Und ich liebe es, wenn ich ins Auto reingehe, wenn es auch fein schmecken tut. Geht nicht immer. Aber wenn man die Möglichkeit hat und vor allem eine eigene Sauna hat, dann benutze ich den 31 Kräuteröl. Und fantastisches Öl, das ich euch später davon erzählen werde. Es ist best of the best. Also ich bin eine absolute Teetante und durch Tee-Fan. Ich trinke auch Tee das ganze Jahr, aber im Winter gibt es eben Teesorten, die speziell gut tun für das ganze Immunsystem. Ingwer ist bekannt und beliebt und wärmt durch seine Schärfe von innen. Egal, ob du es jetzt frisch oder eben auch im Tee, also getrocknet brauchst, Ingwer ist eigentlich für immer alles sehr, sehr gut. Da gibt es natürlich den Rooibos-Tee, der sehr stark an Vitamin C ist. Ist auch super, den man trinken kann. Oder auch Salbei-Tee, den habe ich sehr gerne natürlich auch frisch. Er ist super, zum Beispiel, wenn ich Halsweh habe, Schluckweh. Und dann tue ich gurgeln damit oder natürlich gerade abschlucken. Dann habe ich zwei in eins. Das sind so meine Lieblingstee für den Winter. Das Öl, das ist immer fix in meiner Handtasche drin. Und zwar ist das für meine äußerliche Stärke. Brauche ich den. Und zwar habe ich in New York kennengelernt, an einer Yoga-Session. Und seitdem ist er immer dabei. Es ist unglaublich, ich brauche ihn für viele Sachen. Aber vor allem eben auch zum Einatmen. Ich tue nur ein paar Tropfen auf meine Handfläche rein, tue das reiben schön und dann mache meine Augen zu und bringe meine Hände zum Gesicht und tue einatmen, so wie man das eben heute macht. Und es verändert schon viel. Ich tue das auch gerne am Hals, ich tue es gerne auf der Stirn und sogar noch auf der Zunge. Der 31 Herbal, also 31 Kräuteröl, ist einfach ein Muss. Für jede und für jeden. Ich sehe es, man kann es für sehr vieles brauchen. Fantastisch. Ich brauche sogar auf meine eigene Bodysense. Dann tue ich Milch rein, Honig und natürlich 31 Kräuteröl. Perfekt. Und dann ab in die Badwanne rein. Nochmal ein ganz guter Tipp. Bevor ihr ins Bett geht oder auch für zwischendurch, Eukalyptus-Spray. Den Eukasol könnt ihr aufs Bett küssen. Könnt ihr drauf sprayen. Das öffnet wirklich den Atemweg fantastisch. Man kann viel, viel besser und tiefer schlafen. Auch das Fenster aufmachen, mal richtig lüften und dann ihn als Raumspray brauchen, ist auch super. Aber einfach nicht auf den Körper. So sieht Eukalyptus in echt aus. Einfach eine wunderbare Pflanze. Ich liebe Eukalyptus. Ich habe sie in meinen Kaugummi und überall drin in Eukalyptus. Und plus ist es super für das Immunsystem, plus ist es antibakteriell und keimtötend. Also eine wunderbare Pflanze, die im Winter unbedingt dazugehört. Oh, und jetzt kommen wir gegen den Schluss. Mit dem feinen orangen Lindenblüten-Gel desinfiziere ich die Hände. Weil man weiss, über die Hände gehen die meisten Krankheiten. Deshalb mache ich hier den Abschied. Ich gebe jetzt nicht die Hand, sondern sage, bleibe gesund. Mit meinen guten Tipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.